Ich halte es nicht mehr aus. Meine Gemeinde entwickelt sich total schlecht und ich habe das Gefühl, dass ich gehen muss. Schon mal gehört? Vielleicht selbst schon mal drüber nachgedacht? Das Ganze beruht auf einer wahren Geschichte, denn Austritte aus Gemeinden, das ist was sehr Gegenwärtiges. Ja? Gerade zur Zeit, durch die ganzen Krisen auch, Missbrauchsfälle etc. liest man natürlich nochmal stärker davon, aber wir haben mal ein bisschen studiert und wenn man das die Zahlen mal zu sich sprechen, das ist schon beeindruckend, ja, finde ich. Also 2021 360.000 Leute aus der katholischen Kirche und 280.000 aus der evangelischen Kirche zusammen. 640.000 Menschen ungefähr ausgetreten. 2022 ist das noch angestiegen, diese Zahl. Vor allem die evangelische Kirche hat die schon veröffentlicht, diese Wahnsinn. Zahlen. 380.000, also knapp 400.000 Menschen sind aus der Kirche ausgetreten. Ja, man fragt sich, wenn es in der Dynamik weitergeht, wer ist denn da bald überhaupt noch drin? Ja, ja, das ist Wahnsinn, dass so viele überhaupt austreten können. Aber klar, es sind natürlich ein paar Leute dabei, wo das einfach eine rein steuerliche Sache ist oder so. Aber es gibt doch viele Personen, dadurch, dass man sieht, dass es so ansteigt, die doch irgendwie ein Problem haben, sich überhaupt noch mit Kirche zu identifizieren. Und von daher ist es nicht hier irgendwie so eine theoretische Frage, oder? Absolut nicht. Es gibt es ja auch in nicht nur in den großen Kirchen, Amtskirchen sozusagen, sondern natürlich auch in freikirchlichen Gemeinden, ja, gibt es die Situation. Ja. Obwohl interessant ist, dass in der konservative Gemeinden wachsen. Total, das steht ja auch immer in diesen Dokumentationen, die schrecklichen Evangelikalen. Die sind am Wachsen. Genau. Aber bei Einzelschicksale haben wir trotzdem, ne? Wo Leute in der Situation sind, die sich das einfach fragen, weil sie leiden unter Situationen in ihrer Gemeinde. Ja. Zustände, die da sind, die sie für nicht mehr tragbar halten, vielleicht Lehrauffassungen, die sich entwickelt haben, die sie für sehr ungesund befinden. Hm. Genau. Ja, da stellt sich einfach die Frage, was soll man tun? Ja, und vielleicht den ersten Punkt, den ich mal so reinschmeiße, ist, denk mal vielleicht nicht direkt ans Rausgehen, sondern denk mal drüber nach, vielleicht erstmal in der Situation auszuhalten. Warum sage ich das? Einfach Bibel. Weißt du, das Christentum ist auch rausgegangen, wenn du willst, nämlich rausgegangen aus dem Judentum. Und da sehen wir doch eine Entwicklung, dass es nicht eine Sache von heute auf morgen war und vor allen Dingen, dass eine Sache ganz, ganz wichtig auch war, nämlich, dass es nicht unbedingt von der Seite derjenigen waren, die rausgegangen sind. Ja, nämlich die Leute, meistens ist es so, dass Personen, die die Wahrheit predigen, rausgeschmissen werden. Ich denke zum Beispiel an Johannes 9, da ist diese Person, die aus der Synagoge herausgeschmissen wird und wo sie dann rausgeworfen wird, findet sie Jesus. Ja, oder ich denke zum Beispiel jetzt aus der Geschichte, Luther, ja. Luther wollte die Kirche reformieren, er wollte nicht rausgehen, er wollte das Gespräch suchen, aber es hat dazu geführt, dass er exkommuniziert worden ist. Deswegen nimm vielleicht mal die Haltung erstmal ein, ich werde nicht rausgehen, du wirst wahrscheinlich rausgeschmissen werden, ja? Wenn die Situation wirklich so katastrophal ist. Vielleicht ist sie gar nicht so katastrophal und du wirst die Wahrheit predigen können und es wird sich eine Veränderung vielleicht stattfinden. Das wäre genial. Und deswegen wäre das ja die Frage, was wäre denn die Möglichkeit, bevor man überhaupt rausgeht? Ja? Ja, ist das Aushalten einfach so eine passive Sache? Ja. Ich erdulde das jetzt, weil ich habe keinen Bock, Stress zu machen oder so? Mm. Oder was könnte man denn konkret machen? Jetzt, was gibst du einem jungen Menschen für einen Tipp, der jetzt irgendwie sagt, hey, ich will nicht einfach direkt gehen, ich will eine Sache erstmal versuchen, vielleicht zu verbessern? Oder auf jeden Fall, also Kommunikation. Ja. Ja. Denke ich, sind wir uns alle im Klaren. Kommunikation, mit wem kannst du kommunizieren? Ja, mit den Leuten, die Verantwortung haben. Ja, mit den Ältesten. Du gehst zu deiner Gemeinde hin, sprichst mit den Ältesten. Der Paulus hat das sehr viel gemacht. Ja, der ist nicht irgendwo in eine Stadt reingegangen. Und wenn er zum Beispiel jetzt mit einer neuen Lehre ankommt, ich hoffe, du kommst nicht mit einer neuen Lehre an, sondern du willst back to the word, zum alten Guten hin zurück. Aber sagen wir mal, für die wird das ja relativ neu sein wieder. Du wirst ja wahrscheinlich dann ketzerische Lehren bringen aus deren Sicht. Und dann hat er das auch Fairplay gemacht, sondern er ist erstmal in die Synagogen gegangen und hat dann zuerst mit den Juden, die vor Ort waren, die, will ich mal sagen, die aus ihrer Sicht legitime Religion hatten, hat er erstmal mit denen gesprochen, hat gesagt, pass auf, wir müssen über Jesus reden. Ja. Und wer er ist. Genau, das ist also mal ein schöner Punkt, wirklich Sachen ansprechen, vor allem mit den Verantwortlichen. Jetzt wissen wir aber genau, es gibt ja auch häufig dann die Situation, dass Leute nicht die Sachen ansprechen, ja, letztlich schweigen. Man weiß genau um Dinge, die irgendwie schief liegen. Und da habe ich mich mal gefragt, was motiviert uns eigentlich oft oder was motiviert dich,
über irgendeinen ganz konkreten, auch relevanten Missstand, ja, zu schweigen. Mhm. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist Bequemlichkeit. Ja, es ist halt unbequem, Sachen anzusprechen, weil es halt Spannung macht. Wir mögen es nicht so gerne. Wir sind grundsätzlich, denke ich, eher harmoniebedürftig. Und ich habe mal an einen Vers gedacht zum Thema Bequemlichkeit, auch in der Hinsicht, in den letzten Worten, die Jakob sagt über seine Kinder, diese 12 Söhne, da Issachar zum Beispiel, ja, bei dem steht in 1. Mose 49, er ist ein knochiger Esel, der sich lagert zwischen den Hürden und er sieht, dass die Ruhe gut und dass das Land lieblich ist und er beugt seine Schulter zum Lasttragen und wird zum fronpflichtigen Knecht. Was ich ganz interessant finde, der sucht halt Ruhe und endet letztlich als Knecht. Mhm. Und das ist vielleicht auch manchmal bei solchen Sachen, dass wir halt sagen, ich will halt keinen Stress haben. Also ich bin bequem. Und du wirst unbewusst zumindest im Endeffekt doch fronpflichtig, ja, Knecht. Du hast so eine Last auf deiner Schulter, die dich auch unbewusst dein ganzes Leben drückt, weil du weißt, du machst eigentlich eine Sache mit, die nicht richtig ist vor Gott. Ja, Bequemlichkeit, ein Punkt. Ja, oder nächste Sache, zum Beispiel Menschenfurcht, ja, dass du einfach Angst hast. Und ich denke da zum Beispiel jetzt an Sprüche, ja, dass Menschenfurcht legt einen Fallstrick. Ja, du glaubst, das wäre gut zu schweigen, aber im Endeffekt bringt das Schweigen überhaupt nichts. Teilweise wird die Sache viel, viel größer. Der Strick zieht sich zu. Genau. Ja. Genau. Nächster Punkt ist zum Beispiel für mich, was man immer wieder begegnet, sind soziale Kontakte. Können deine Kinder, deine Eltern, deine Family, deine Freunde, alles Mögliche sein. Mhm. Und es ist ein sehr starker Magnet, muss man sagen, der uns in eine Richtung zieht. Was auch, denke ich, natürlich ist, zum einmal erstmal. Also ja, das ist so psychologisch bei uns absolut normal so drin. Nur, wir müssen einfach aufpassen, wir haben halt auch sehr klare Anweisungen auch vom Herrn, dass nie solche Beziehungen zwischen uns und dem Herrn letztlich stehen dürfen. Das heißt, du darfst nicht etwas, wo du wirklich weißt, das ist jetzt falsch und du hast einen Eindruck, der Herr will, dass du das nicht mehr mitmachst, nur wegen einer sozialen Beziehung dann da drin bleiben. Das wäre und der Herr hat nicht gesagt, ihr könnt mir nachgehen und könnt für die Wahrheit einstehen und dann werdet ihr halt ein schönes Haus haben, gute Gemeinde, eine schöne Familie, Haus und Katze. Es ist halt, nimmst dein Kreuz auf dich und das bedeutet, dass du halt einfach auch dafür bezahlen wirst. Und wenn das Argument ist, hier, wir lassen die ganze Wahrheit, weißt du, die lassen wir einfach komplett in den Abfluss runterfließen, weil wegen den Kindern, wir müssen wirklich an die Kinder. Genau, also, ja, okay. Da ist, glaube ich, in Sachen Jüngerschaft. Ein typisches, übrigens, christliches Argument ist auch noch, weil das finde ich oft auch sehr schwierig, dass man sagt, ja, lass uns doch einfach den Frieden suchen. Hm. Und es ist natürlich auch biblisch auf jeden Fall richtig, Frieden zu suchen generell. Ja, den Frieden nachjagen, den steht in der Bibel. Ja. Kein Friedhofsfrieden. Kein Friedhofsfrieden, ja. Genau. Also so ein Punkt, der kann richtig sein, der muss nicht richtig sein. Weißt du, wir haben jetzt irgendwo so auch so ein Spannungsfeld. Auf der einen Seite soll man nicht gegen jeder Sache, die einem irgendwie nicht ganz passt, immer eine Rebellion machen. Das wäre ja grausam. Da könnte man ja gar nicht mehr zusammenleben als eine Gruppe von Menschen. Mhm. Auf der anderen Seite kann man aber nicht Dinge, wo man weiß, hier passiert einfach Ungerechtigkeit. Wirklich, wo Gottes Wort sagt, wer den Namen des Herrn nennt, stehe ab von Ungerechtigkeit. Sagen, ja, aber Gott will ja auch Frieden. Aber das ist halt nicht Gottes Art, wie der Frieden macht. Ja, Jesaja steht sehr klar an dieser Stelle, wenn dein, wie heißt die Gerechtigkeit, wenn du auf meine Gebote geachtet hättest, ja, also der Gehorsam, dann wäre dein Frieden wie ein Wasserstrom. Mhm. Also der Frieden, ein wahrer, echter Frieden, der kommt halt auch aus Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Absolut. Deswegen, denk dran, ja, du sollst den Lauf vollenden. Darum geht's. Es geht um die Treue. 1. Korinther 4 auch, ja, der Verwalter. Richtig. Wir sind ja Verwalter von Dingen, die in den himmlischen passieren. Die verwalten wir hier auf der Erde. Und was da wichtig, dass wir das treu verwalten. Und da steht nichts von Bequemlichkeit, da steht nichts von irgendwelchen sozialen Kontakten pflegen oder Menschen fürchten, sondern es geht darum, Gott zu fürchten und seinen Frieden zu suchen. Ja, seine Gerechtigkeit danach zu streben. Also überhaupt Sachen ansprechen, war ein Punkt, ne? Ja. Jetzt sagst du, okay, Sachen ansprechen. Statt rausgehen direkt. Statt rausgehen. Was war das Nächste? Was kann man als Nächstes machen? Was willst du denn sagen? Ich würde sagen, das hängt jetzt ab, was du für jemand bist. Ja. Sag ich auch ehrlich, aber was sagt Gott immer? Ist immer richtig, das Wort zu predigen, ja? Yes. Das hat der Paulus letztlich auch gemacht. Du hast schon mal angesprochen, er ging zuerst zu den Juden. Übrigens, bei ihm war es eigentlich auch so, dass er immer noch bei den Juden bleiben wollte und am Ende von den Juden rausgeschmissen wurde. Obwohl man heute sagen würde, der Paulus hat sich ja von den Juden, aber er hat ja immer wieder wegen der Liebe zum zwölfstämmigen Volk, sagt er. Ja, und dann haben die ihn halt an die Römer ausgeliefert. Also, absolut. So rum war die Geschichte. Ja. Aber er war jemand, wirklich war so ein richtiger Prediger, der ging dann 3 Monate
Monate lang zum Beispiel, Apostelgeschichte 19, ja, in die Synagoge, hat sich dort mit Leuten unterredet und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugt. Und das ist auch eine sehr wichtige Sache. Es geht nicht darum, dass der einfach gesagt hat, ich bin der Paulus und jeder hat mir zu folgen, sondern seine Autorität kam daher, dass man gemerkt hat, er hat halt immer den Bezug zum Wort, er erklärt das Wort, das, was sie natürlich bis dahin hatten. Und das ist für uns jetzt, wir haben nicht nur das Alte Testament, die Schriften, wie der Timotheus von Kind auf gekannt hat, sondern wir haben ja die ganze Schrift, ja, das inspirierte Wort. Und das ist, darauf sollen wir uns immer rückbeziehen und mit diesem Wort auch überzeugen. Ja, das ist ja ganz wichtig, dass wenn man auch missstellt, dass man nicht nur sagt, ja, ich finde es nicht so cool, was ihr macht oder so, sondern dass man zeigen kann vom Wort, dass eine Sache falsch ist und dass jeder aufrichtige Christ wird sie dann auch aus dem Wort heraus verstehen können. Es geht jetzt nicht um die super Spezialfragen. Ja, und da muss man dazu sagen auch, das Interessante ist ja auch, dass öfters liegt das Problem ja in Systemen. Ja. Menschenerrichtete Systeme, die eine Riesengeschichte haben und dadurch immer so eine Fehlleitung kommt im Wort Gottes. Das bedeutet aber sehr oft, dass Menschen in diesen Systemen drin sind, die das gar nicht so sehen. Ja? Die, weil normalerweise, wenn du als Christ groß wirst, siehst du die Systeme nicht so stark. Weil es gibt so eine systemimmanente Autorität eigentlich. Die ist irgendwie wieder eingebaut und die hast du in deinem Gefühl da schon drin, wenn du aufgewachsen bist. Genau. Deswegen wirst du die Deutung immer erstmal als richtig sehen. Ja, aber ein Christ wird natürlich immer, auch ein Systemchrist, wird immer natürlich dir sagen, die Bibel ist unheimlich wichtig. Ja. Und deswegen hast du dann natürlich den Freifahrtschein, die Bibel auch zu benutzen. Genau. Und das sollten wir halt tun. Ja. Der Apostel Paulus zum Beispiel, der sagt im 2. Timotheusbrief, der sagt, der predige das Wort, sagt er zu Timotheus. 2. Timotheusbrief, kompletter Verfall. Er sagt, aber trotzdem, mach weiter, predige das Wort. Warum? Weil das Wort hat das Evangelium, hat die Kraft, ja, die er retten kann. Und auch innerhalb der Kirche. Ja, wir gehen immer davon aus, dass alle bekehrt sind in der Kirche. Überhaupt nicht. Ja. Predige das Wort, halte darauf, sagt er, zu gelegener, ungelegener Zeit. Mhm. Ja. Überführe und weise zurecht und so weiter, sagt er. Da brauchen wir echt eine Geduld, Langmut. Und oft hast du halt eine Kanzel. Du glaubst vielleicht hast du gesagt, ja, ich bin nicht der Prediger. Aber du bist vielleicht der Jugendpastor. Mhm. Und dann, ja, Junge, du hast die Jugend. Ja. Das ist die Zukunft einer Gemeinde. Ja. Da kannst du das Wort teilen. Und es gibt sehr, sehr viele andere Orte, ja, die sehr, sehr starken Einfluss haben. Was wäre das? Ja, es gibt ja neben so offizielleren Sachen, wie vielleicht du bist der Jugendpastor und so, gibt es auch diese privaten Kreise, wie zum Beispiel Absolut. Gebetskreise oder so, Hauskreise, Bibelstunden, Zweierschaften, denke ich auch, wo man einfach mit Leuten persönlich sprechen kann und ihnen das Wort bringen kann. Das hat der Apostel Paulus ja auch gemacht. Er sagt ja auch, dass er hinterher, wenn er mit den Ephesus spricht, ja, mit den Ältesten, dann sagt er, ich habe gepredigt, öffentlich und in den Häusern. Ganz genau. Es gibt beides. Ganz genau. Also wichtig übrigens dafür ist, dass man selber das Wort auch kennt. Also wie will man jemand überführen mit dem Wort, wenn man selber nicht das Wort gut kennt? Also das ist auch eine Herausforderung, wenn man auch mal Missstand sieht, dass man nicht direkt alles, was man noch nicht mal richtig verstanden hat, direkt natürlich anspricht, sondern dass man sich auch hinsetzt und für sich sagt, Herr, ich will das mal studieren. Wie hast du das wirklich gemeint? Ja. Und dann bist du nämlich auch überzeugend. Weil du halt auch zeigen kannst, ja, guck mal, was das Wort wirklich sagt. Und beim Prozess wirst du halt sehr stark auch geläutert selbst. Genau. Und lernst also auch mal wieder die Demut. Und merkst auch vielleicht Sachen, die sind gar nicht so ein Problem. Das hast du dir einfach eingebildet. Ja. Genau. Kann auch sein. Ja, jetzt ist natürlich so, du versuchst es alles. Du sprichst erst mit den Ältesten, versuchst dann das Wort zu predigen in der Gemeinde, gehst zu Einzelleuten hin. Trotzdem wird es irgendwie nicht so richtig angenommen oder es ändert sich nicht so richtig was. Ja. Was würde man jetzt tun? Ja, ich meine, wir haben einen Videotitel gemacht. rausgehen und so, und dann und so. Also, rausgehen ist interessant, erinnert mich an den Apostel Paulus, der ist auch mal rausgegangen. Ja? Okay. Apostelgeschichte 19 heißt es da. Das heißt es, in Apostelgeschichte 19, Vers 9, als aber einige sich verhärteten, also du tastest das Thema ab, du merkst, nee, die sind einfach super hart, da steht, und nicht glaubten und vor der Menge schlecht redeten von dem Weg. Ja. Dem Weg, das ist dieser neue christliche Weg, den der Apostel Paulus bringt. Mm. Das heißt, diese neue Sache, die da gebracht wird, jetzt, die hören sich das an, verhärten sich und drehen sich jetzt um zu den anderen, sagen hier übrigens nicht zuhören, was er sagt, das ist ganz schlecht. Und er merkt einfach, okay, ab dem Augenblick geht's einfach nicht mehr. Ja. Und wir sind auch nicht da, uns gegenseitig schlecht zu reden und das Leben schwer zu machen. Und dann sieht man hier der Apostel Paulus, als aber von der Menge schlecht geredet wurde, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab, indem er sich täglich in der Schule des Tyrannus unterredete. Ja? Er ist also jetzt weggegangen und hat dann diese Schule des Tyrannus aufgemacht. Ja. Es war keine Tyrannenschule. Das war kein Dinosaurier. Ja. Genau. Das war eigentlich sowas wie eine Bibelschule, würde ich sagen. Und dann ist er da zusammengekommen
und hat mit denen... mit diesen abgesonderten Jüngern sozusagen. Ne? Genau, dann ist er da weitergegangen. Also eine Sache, die ganz wichtig ist, was wir sofort lernen können, ist nicht alleine bleiben. Ja, wir sollen nicht das Zusammenkommen, das sollen wir nicht irgendwie versäumen, je mehr wir den Tag kommen sehen. Das haben wir nämlich allgemein jetzt auch in der Christenheit. Ja, ich sehe, da sind große Missstände, also ich gehe auf YouTube und alles, was 666 ist, Sofa-Gottesdienst, ja, genau. 666 Videos, zack, werden angetippt und so weiter. Und davon ernähre ich mich jetzt noch, der Herr kommt bald und das ist der Antichrist und der ist nicht und so weiter. Und dann, das war's. Dann super ungesund. Super, super ungesund, und sagen wir nein, auf keinen Fall. Der Apostel Paulus zeigt uns was ganz anderes. Er geht raus und er trifft sich aber direkt mit Leuten, die den Weg mitgehen wollen, die den Herrn, würde man jetzt sagen, zum Beispiel Timotheus, Timotheus und, 2, ja, das 22, dass man den Herrn anruft. Das wollte ich sagen. Ja, mach mal weiter. Mir kam zwischendurch noch ein Punkt, dass ich jetzt denke, wenn sie mir das anguckt, denkt, oh, das ist halt ziemlich hart und so, ist es das jetzt wirklich wert, mit dem Rausgehen und so. Du musst das halt aber andersrum überlegen. Wenn du dem Herrn treu sein willst, dann gibt's halt für manche auch die Option, ja, jetzt werde ich halt die ganze Zeit immer diese Sachen ansprechen. Mhm. Und zu was führt das? Letztlich zu chronischem Streit. Mhm. So haben wir schon jedenfalls, das habe ich von manchen Ecken mitbekommen, wo Leute in sowas leben. Das macht dich und die Leute, die halt sich auch gar nicht ändern wollen, eigentlich im Endeffekt kaputt. Mhm. Ja, ist auch ein super schlechtes Zeugnis von der Welt. Wir sollen auch Streit fragen. Also dauernd immer dieselbe Sache, wir hoch eben darüber streiten wollen, das sollen wir auch vermeiden. Irgendwo muss man auch anerkennen, okay, jemand ist zum Beispiel einfach völlig ruht völlig in einer Systemlehre sozusagen, ja, dann irgendwann kommt ein Punkt, dann kann man da nicht helfen. Also dann würde man, dann macht man sich einfach auch selber kaputt. Und mein Eindruck ist ganz klar aus der Bibel, ist doch nicht Gottes Wunsch, dass wir die ganze Zeit, also dass wir alle irgendwie mit Depressionen und völlig frustriert in der Ecke hängen, keiner mehr was macht. Alle wahren Aufgaben, die wir sonst haben, vernachlässigt werden, weil wir es nicht geschafft haben, die eine große, gute Gemeinde zu leben. Da muss man sagen, das ist wirklich demütigend für uns. Ist auch schade, aber ich denke manchmal ein bisschen, es ist halt leider unsere Realität in der Kirchengeschichte, wo wir halt heute sind. Und da musst du dich natürlich halt fragen, Herr, was ist dein Weg für mich? Und der kann halt dann auch enden, dass du sagen musst, wie der Paulus da, ich trenne mich von etwas ab. Auch wenn einem das immer, das ist irgendwo negativ geframed natürlich, ja? Also man hat so ein schlechtes auf der anderen Seite ist es auch gut in der Hinsicht, weil dann andere das sehen können. Ja, aber für dich vom Gewissen her, erstmal. Weißt du, sind Leute da, die denken, ja, ich weiß schon oder so, ihr habt schon rational in allem Recht oder so, aber ich finde, irgendwie ist es nicht trotzdem immer falsch, ja? Mhm. Und da wollen wir einfach ermutigen, dass du wirklich vor das Angesicht Gottes gehst und dir da den Weg aufzeigen lässt. Wir sehen halt an so Beispielen, es gibt Situationen, wo man einfach rausgehen muss und dann nicht alleine bleibt, sondern Gott immer einen anderen Weg hat. Und das finde ich sehr ermutigend, übrigens sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Am Ende vom Alten Testament, im letzten Buch, da war auch der Allgemeinzustand im Volk, der war eigentlich grottig, muss man sagen, wirklich, ja, im Malachi. Und da sagt Gott trotzdem, er berichtet uns eigentlich von so einer Truppe, die unterreden sich miteinander. Was sind das für Leute? Leute, die den Herrn fürchten. Und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und die seinen Namen achten. Also inmitten des Volkes gab es auf jeden Fall solche Leute. Die waren nicht mehr bei der breiten Masse in dem Sinn so täglich anscheinend dabei. Das waren klar, das ist die Truppe, die wirklich den Herrn fürchtet. Und in 2. Timotheus 2 finde ich das auch super schön, weil das halt so ein endzeitlicher Brief auch ist, der das schon alles zeigt. Die Christenheit wird so ein großes Haus werden, wo so ein Durcheinander ist und der gleichzeitig auch den Ausweg zeigt. 2. Timotheus 2, Vers 22 steht, dass wir mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen, nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden übrigens, streben sollen. Mhm. Ja, das heißt, es gibt immer welche, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Siehe Elia, er hat gedacht, ich bin jetzt ganz alleine, ja, ich muss hier auf meine Couch und alles ist verfallen und Gott sagt ihm, nein, ich habe mir 7000 übrig gelassen. Es gibt immer diese Leute, die wirklich den Herrn lieben und ihm nachfolgen wollen. Ja. Jetzt ist aber die Sache die, ja, wenn wir jetzt nochmal wirklich sehr praktisch werden wollen, dass du dann meistens überlegst, folgendermaßen überlegst, du überlegst dir, jetzt gehe ich raus und wo finde ich denn jetzt diese andere perfekte Gemeinde? Ja. Und die Antwort ist, die findest du nicht. Genau. Wenn du jetzt, ist eine sehr entspannende Antwort. Ja, genau. der Tempel, wo finde ich, wir waren immer im Tempel früher als Christen, als Juden, ja. Jetzt gehen wir raus. Das Christentum geht raus. Ja, in welchen Tempel geht ihr denn jetzt?
das ist nicht der gleiche Tempel. Du wirst nicht wieder diesen Tempel finden. Der Petrus, ja, bildlich gesprochen, steigt aus dem Boot aus. Und in welches Boot gehst du jetzt rein, Petrus? Hm. In gar kein Boot. Ich wandle jetzt auf dem Wasser. Oh, das ist aber ziemlich riskant. Ja, das ist ziemlich riskant. Deswegen bleiben wir besser im Boot. Nee, deswegen bleiben wir nicht besser im Boot. Überhaupt nicht. Warum? Weil wir draußen Jesus Christus finden. Weißt du? Und ich denke, das ist halt super, super wichtig, dass, weißt du, es sind große, große Kirchen gebaut worden und so weiter. Und wenn du rausgehst, wirst du nicht halt wieder eine riesengroße Kirche finden, die vor 1000 Jahren gebaut worden ist. Das ist nicht so. Sondern du gehst raus und was du meistens finden wirst, ist ein kleiner Kreis von Leuten, die irgendwo im Wohnzimmer sitzen. Ganz genau. Ja. Und du wirst aber was anderes finden, und das ist, dass wirklich Jesus da ist. Und dass du wirklich plötzlich guten Gewissens da sitzen kannst und dir sagen kannst, ja. Wie genial ist das denn? Ja. Ja. Wirklich vor Gott zu stehen und sagen, ich mache genau das, was ich glaube, was richtig ist vor dir. Ja. Und ich hoffe, dass du verstehst, dass du in Gemeinschaft bist mit allen Gläubigen, dass du nicht anfängst, deinen kleinen Club zu machen, ja, und so eine Schmuddelecke reingehst. Find dich zusammen mit vielen Gläubigen bei dir vor Ort. Geh auch mal in andere Kirchen, ja, andere Gemeinde, andere Häuser, weißt du, wenn du irgendwelche Gruppen findest. Du wirst nämlich sehr, sehr schnell finden, dass es sehr, sehr viele andere gibt, die das auch machen. Mhm. Find dich mit denen zusammen, erkenn Autoritäten an, moralische Autoritäten, Personen, die das Wort Gottes kennen und so weiter. Ganz, ganz wichtig, ja. Aber du wirst, was ich sagen will, du wirst halt nicht eine Riesenstruktur finden. Genau. Und das ist ein Dilemma, weil wir als Menschen sowas eigentlich lieben. Also als Menschen, ja. Wir wollen gerne, dieses Boot ist ja so, das symbolisiert ja Stabilität für uns. Mhm. Ja, es ist ja schwieriger, auf diesem Wasser einfach zu gehen. Ja. Mhm. Ein Beispiel fällt mir noch ein, wo du das aufgezählt hast, aus Johannes 10. Da spricht der Herr nämlich von Schafen in einem Hof. Hof ist auch sowas. Das ist eine klare Mauer drumherum. Die sind alle zusammen, die kennen sich. Alles ist klar, wie die Regeln sind. Ja. Und dann kommt der Hirte und führt sie raus. Ja. Und dann denkt man, ja, und wo kommen sie jetzt hin? In welchen Stall? In welchen Hof? Hm. Gibt's nichts. Steht nicht einfach da. Sondern sie werden Weide finden. Und was wird das sein, was diese Leute zusammenhält? Das ist nicht diese Mauer von dem alten Hof, sondern ist die Stimme des guten Hirten. Amen. Ja, weil sie ihm nachfolgen, sind sie dann zusammen und das finde ich so schön. Mehr gibt uns Gott halt nicht und das ist das ist eine geistliche Gemeinschaft. Das ist nicht so materiell organisiert in dem Sinn wie das Kirchengebäude oder das Boot, ja, oder das System oder der spezielle Kreis, der fixiert ist. Das ist etwas Geistliches, was für uns, das erlebt man, das entdeckt man. Man geht irgendwo hin und trifft Gläubige und denkt, das sind... Die sind, wie der Adam, süßer von meinem Fleisch und Blut. so eine Entdeckung sozusagen. Ja, da ist ja einer, der tickt ja wie wir. Ja. Und du bist ermutigt. Und der hat dasselbe Leid manchmal. Der sitzt auch in seinem Wohnzimmer, vielleicht mit ein paar Leuten, sagt, ja, es ist noch schwierig. Wir würden uns das und das wünschen. Und wir merken, es ist auch ein Kampf und so. Mhm. Auf einmal merkst du, ja, wir leben in 2023. Es ist schwierig. Mhm. Aber du bist mit dem Herrn zusammen. Und wenn dir das reicht, dann wird man halt wirklich auch wunderschöne Erlebnisse machen zusammen. Ja. Und auch mit gutem Gewissen, wie du gesagt hast, kann ich nur noch mal bestätigen, mit gutem Gewissen mit dem Herrn gehen können. Das hat ja Luther auch gesagt, mein Gewissen ist gefangen im Wort Gottes. Mhm. Deswegen kann ich das halt einfach nicht weiter mitmachen. Ja. Und das wäre schön, wenn wir auf dieser Ebene auch wieder ein sehr starkes Zusammengehen von Christen haben. Amen, amen, amen. Gut, ja, zusammenfassend können wir einfach sagen, rausgehen, ist nur die zweite Option. Ja, die erste Option ist reden und nicht schweigen. Hm. Zweitens, das Wort sprechen lassen. Und drittens, finde eine gesunde Alternative oder gründe eine gesunde Alternative.